Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade mit meiner Freundin ausreiten. Ja. Kann doch Julia zu mir sein, ne? Ja. Ich halte mich einmal hier lang. Wir sind alleine jetzt. Und ja, unsere Eltern anscheinend mit drin. Ja. Nein! Was ist das für ein Berg? Gut. Nicht ausrutschen, danke. Ja. Gut. Ich glaube, wir werden da lang. Wir können da lang. Das da hinten? Wir können da lang. Ich weiß halt noch nicht, ob die das da hinten sind. Aber ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen galoppieren. Ich kann den nicht mehr da. Ja. Ja, wir haben halt übrigens Apollo und Stolpern. Und das ist jetzt nicht mein Hobbyhaus, Leute. Nein, das ist für meine Freundin. Wieso nennst du mich Freundin? Ich habe einen Namen. Ja. Das heißt Spezi. Und ihr heißt Apollo. Und beides meine Freundin. Ja. Was denkst du, was ich gerade sagen wollte? Was denn? Egal. Und ihre Pferde, also ihre Hobbyhäuser sind auf jeden Fall leichter als meins. Und deswegen ja. Hat sie ein Turnier. Ja. Weil mein Hobbyhaus ist übelst schwer. Warum auch immer? Ich bin auch einmal kurz geritten drauf. Hm. Als sie es bekommen hat. Ja. Und ich konnte noch 2 Sekunden das halten. Wie schwer ist das? Hätte keinen Sinn gemacht. Und das Pferd ausreiten zu können. Und vor allen Dingen hat Emma. Ja, ja. Ihr Hobbyhaus noch nicht so lange. Nee. Deswegen müssen sie sich auch erstmal noch einfinden. Ja. Wir können auch da runter. Und Hund. Mit dem Kopf stehen, ne? Oh, süß. Ja. Ich habe den jetzt nicht gewöhnt. Ja. Wir gehen aber nicht da runter. Nein, da runter gehen wir nicht. Alles gut! Alles gut! Oh mein Gott! Weiter geht's! Oh, ich hab Holly. Komm, komm, weiter geht's. Der hat gerade die Kamera bestimmt hat. Ey, weißt du, warum wir gerade. Emma, weißt du, warum wir gerade an die Seite gehen mussten? Ja, Apollo hat Angst vor Hunden. Nee. Will sie nicht. Nee, mein Hobbyhaus. Mein Hobbyhaus hat auch keine Angst vor Hunden. Oh, hallo. Warum bleibt ihr denn jetzt stehen? Warum gehst du da? Ey, ach, hallo? Geh runter halt! Ich hab doch gehustet! Hatschi! Nein, Apollo, nein. Wow. Sie flieht. Und ich auch. Oh, sie hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Ja, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. Du bist es ja schon ein bisschen länger. Sag mal, wie du da heißt. Julias Horse. Ja. Also was ähnliches. Ja, sie bekommt ihren bald, weil wir machen bald Übernachtungsparty. Ja, und dann werdet ihr auch ein Video kriegen. Ja, also sie hat auch schon ihr Intro, das immer vor ihren Videos kommt. Ja, und ja. Wir sind jetzt auch wieder da, und Apollo ist gerade durchgezählt. Ihr habt es ja schon gemerkt, er mag keine Hunde. Ja. Aber der ist auch schön, Apollo, oder? Ja. Ich mag den total. Ey, Leute, es ist jetzt für alle, stimmt mal auf YouTube ab oder schreibt es mal in die Kommentare, für welches Pferd ihr euch entscheiden würdet. Spezi oder Apollo? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Oh, ich kann nicht so lange halten. So, warte, halt die mal in die Kommentare. So. Handy. Halt. Also einer von den beiden, Spezi ist
ein Isländer und Apollo ist ein Lusitano. Habe ich mir mal so überlegt. Ich finde Apollo schöner, aber der Spezies auch schön. Meine Güte. Ich liebe diesen Zügel so sehr. Er flutscht mir immer durch runter. Er flutscht mir immer runter. Wir können ja meine Mama fragen, ob wir dann nochmal die Runde gehen dürfen. Ja. Dann können wir nämlich Pferde tauschen. Ja. Okay, wir fahren mal. Aber wir gehen gleich wieder. Ja, wir können dann weiter, wenn es darf. Ja, also. Hey Leute. Leute. Wir haben gerade unsere Hobby ausgetauscht. Also, ja. Ja, das ist Apollo und er ist übelst schön und übelst leicht. Ja, im Gegensatz zur Spezi. Ja. Genau, wir haben jetzt Pferde getauscht und wir reiten jetzt einfach hier lang. Genau. Und ich schaue Apollo jetzt ein bisschen an, weil sonst sind wir morgen früh noch unterwegs. Und ich dachte vorhin, ich fliege von Apollo runter, weil er ist halt so angezogen, so gestoppt und dann ist er halt so gedreht. Und dann ist er automatisch weggaloppiert. Und dann dachte ich, als er sich gedreht hat, fliege ich von ihm runter, weil ich ein bisschen die Steigbügel verloren hatte. Aber ist dann doch nicht. Da hat sich doch gehalten. Wir werden auch ein bisschen galoppieren, vielleicht sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Zeig mal Spezi in der Kamera. Tschüss! Fotosession. Und ich tappe ihn jetzt ein bisschen an. Hallo, nicht nachmachen! Junge, renn mir nicht hin! Nein. Also, ich hab das Video aus Versehen abgekommen. Er ist am Ende seiner Kräfte. Stirb nicht! Ich habe auch so mein Video abgebrochen gerade. Warum? Weiß ich nicht. Ja! Oh, ich bin ganz froh. Ach nee, da kommt der Hund sofort mit Apollo an die Seite. Ah, er mag jetzt nicht mehr. Er hat Angst vor mir. Oh, ist das so süß. Warte. Warte. Wir gehen mal weg. So. Leute, der Hund, der jetzt kommt, den seht ihr dann nochmal in meinem Video. Ich hab den. Hallo, bist du bescheuert? Hab den auch in meinem Video gehabt. Ja. Oh Gott. Und falls es euch aufgefallen ist, ich nehme euch die deine Kamera mit. Leute, hier liegen auch überall Kastanien. Ja. Seht ihr das? Auch Kastanien, ja, es ist sehr schlau. Ich filme gerade diese wunderschönen Büsche. ja. Und den wunderschönen Boden filmst du auch. Wieso ja. Filmst du nicht dein Pferd einfach? Weil ich die Kastanien mal zeigen wollte. Ja. Ich würde jetzt hierhin damit wir erstens Pause machen. Ja. Und damit zweitens Apollo nicht durchdreht. Ich will nicht, dass du im Dreck liegst. Er hat sich schon mehrmals im Dreck gesuhlt. Also spielt sie zumindest, ja. Das sieht man auch hier ein bisschen. Seht ihr das? Ich glaube, man kann es gar nicht so gut auf dem Video erkennen. Doch jetzt sieht man es ein bisschen, was da dunkel ist. Ich sehe es nicht. Vielleicht kann man das auf dem Video sehen, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wir filmen auch gleichzeitig, habe ich zwar schon tausendmal gefühlt gesagt, aber egal. Ich sage auch immer tausend Wörter irgendwann, wenn ich filme. Dann sage ich das auch hundertmal. Warum auch immer. Vielleicht, weil uns nichts anderes einfällt, weil wir natürlich so dumm sind und uns alles ausdenken und keine Drehbücher zum Drehen nutzen, was ich aber auch Achso, die Schleichserie wird nicht weitergeführt. Das war nur so eine einmalige. Ein kleiner Kurs für uns angezogen, oder? Nein, nicht dass die mit die mit dir. Ich habe eine andere Schleichserie. Ja genau, Sprachserie. Was wolltest du sagen? Scheißserie. Schleißserie und Scheißserie. Scheißserie. Genau, Scheißserie. Nein, hier. Eine Leute, es kommt heute eine Scheißserie. Es kann eine Scheißserie raus, die ich selbst gedreht habe und die Scheiße ist besser. Genau so. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Hey, es kommt heute eine Scheißserie. Viel Spaß. Und Spezi hat sich gerade hier wieder in irgendwas eingefangen und das kriege ich jetzt hier wieder nicht raus. Toll.
Toll. Ja, genau. Mach das noch. Na. Er hat hier irgendwas. Er hat nichts. Ja, Apollo ist sauber. Jetzt ist er so dreckig. So. Obwohl, er hat hier alles. Da. Mm. Oder sind das Gruppen? Keine Ahnung. Ja. Ja, film mal schon mein Knie. Also das ist Eis. Ja. Habe ich auf ihn drauf. Was für ein Scheiß. Eis-Scheiß. Scheiß. Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt weiter. Ja. Weil. Ich film schon 10 Minuten oder mehr. Guck mal. Ich film erst 3 Minuten, nein, weil ich ein neues Video angefangen habe. Toll. So, und wir gehen jetzt einfach weiter. Weil, ja, genau, stolpern noch. Na, gut. Wir müssen hier weg, Leute. Die fallen die Kastanien runter. Die sind doch überall Blätter. Ja, Blätter. Hier sind noch überall Kastanien. Wo wir hier mal mit Ida lang spaziert sind, da sind ja auch überall Kastanien runtergeplumpst und Ida hätte fast alle abgedreht. Das wollen wir nicht. Die Kastanien haben Ida geärgert. Ja. Genau. Und wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Oder Traben hat hier noch ein bisschen lang. Wir gehen beide gleichzeitig. Ja. Das ist wunderschön. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Schön für dich. Ist ja ein toller Text gewesen. What? Ich glaube nicht, dass ihr das gerade seht, aber Spezi hat gerade gekotzt, also. Dann will es keiner sehen. Ja. Ich trage jetzt Apollo ein bisschen an. Aber egal, ich muss ihn doch hier wieder sein. Es ist halt übrigens immer das Problem, wenn man irgendwo mit, ja, mit Freunden. Genau das. Irgendwo mit Freunden unterwegs ist und. Schöne Kastanie, die wir haben. Die sehen doch alle gleich aus. Aber ich mag immer die Kastanien, die glatt sind. Also, die sind alle glatt. Nee. Hast du schon mal eine Runde gesehen? Genau da. Ja, sowas wäre Ida beinahe passiert. Die ist runtergefallen, ist, Leute, die hätte Ida. Also, Kastanien. Ja. Die kommen nicht runter. Wow. Ich geh weg. Hier liegen auch immer überall welche. Macht mal eine Abstimmung. Wäre es schlau, diese Kastanie in meine Hosentasche zu packen oder die in der Hand zu behalten? Jetzt wollte ich deine Abstimmung? Natürlich nicht. Das habe ich auch dann auf meinem Video. Ja, ich glaube, wir sollten nicht mehr weg, weil wir werden ja. Ich hätte auch was alle abgecheckt.